Hallo und willkommen zum Weg zur Hölle. Im Gegensatz zu rechtspopulistischen Stimmungsmachern ist es unser Ziel zu helfen, indem wir versuchen, Religionen rationell zu begreifen und dann anderen verständlich zu machen. Wir beschäftigen uns primär mit dem Islam, da die traditionellen Glaubenssysteme wie das Christen- und Judentum im deutschsprachigen Raum bereits tiefgehend von vielen analysiert wurden und es sehr viele Argumentationen dazu im Internet für und gegen gibt. Wir haben uns auf den Islam sozusagen spezialisiert, weil dieses Glaubenssystem momentan mehr Angst und Spaltung bei den Menschen schürt. Man findet auf YouTube kaum Kanäle, die sich eingehend kritisch, sachlich und fundiert mit dem Islam beschäftigen. Lediglich hier und da mal ein dienliches Lehrvideo, aber keinen kompakten Kanal, der einen informativen Lehrauftrag aufzeigt. Wir, die Moderatoren dieser Sendung, sind Atheisten. Weder bevorzugen wir eine Religion und heben sie als besser heraus, noch ist es unser Ziel, einzelne Personen persönlich zu beleidigen. Unsere Sympathie für Propagandisten und Apologeten einer Religion hält sich jedoch stark in Grenzen. Besonders wenn es sich um Menschen handelt, die ihren eigenen Glaubensmitgliedern nach allen Künsten des Luges und Betruges die Wahrheit ihrer Religion vorenthalten oder gar verdrehen. Das Format des Google Hangouts wurde gewählt, weil es einerseits einen Schutz der Anonymität für alle Beteiligten darstellt, andererseits ermöglicht es die gewünschten Interaktionen, da sich der Zuschauer und Zuhörer problemlos und auf einfache Weise einklinken kann, um Fragen zu stellen, Anregungen zu geben, Hinweise oder Verbesserungen und Korrekturen anzubringen. Der Name des Kanals wurde aus zweierlei Gründen so provokativ gewählt. Der erste Grund ist, dass Wissen und neue Erkenntnisse im Allgemeinen zu Fragen zur eigenen Religion führen. So kann es vorkommen, dass die Wahrnehmung vom Glauben alleine hinüber in die Realität abdriftet und damit weitere Fragen und vor allem Zweifel auftauchen, die an den Tatsächlichkeiten der eigenen Religion Misstrauen hervorrufen. Sind diese Zweifel und das Misstrauen stark genug, haben sie meist die Folgen des Glaubensabfalls. Glaubensabfall bedeutet im Islam ganz klar einen Freifahrtschein in die Hölle. Und diese Destination wird von Muslimen tunlichst vermieden. So trauen sich auch viele nicht, ihre Religion in Frage zu stellen. Der zweite Grund ist, dass wir denken, dass die Wahrheit und die Realität wichtiger, faszinierender, schöner, erfüllender sind als eine Ewigkeit in lediglich unaufhörlichem Gehorsam eines Schöpferwesens, die für uns eine metaphorische Hölle darstellt. Diese Sendung dauert eine Stunde. Gegliedert wird diese Stunde in einer halben Stunde News aus ganzer Welt und 30 Minuten eines spezifisch gewählten Themas. Mein Name ist Naim Rashidi. Einfacher ist es, mich Ike oder Akira zu nennen. Und wie man vermutlich aus meinem Akzent heraushört, komme ich aus der Schweiz. Mit mir spricht Stop, dreckiger Mensch, Spamming 1, und unterstützt mich mit seiner Expertise, welche er durch Analyse sich angeeignet hat und früher mit einer simplen Lehrplattform allen zur Verfügung gestellt hat, heute in Zusammenarbeit mit anderen im Dauer-Response-Team auf Englisch zu finden ist. So übergebe ich das Wort ihm und er erzählt uns, wieso es keinen Atheismus gibt und was für ihn die Definition von Islam alles beinhaltet. Ja, hallo, herzlich willkommen in der Zahl 2016, Sternzeit 2016, hört sich gut an. Aber für mich war immer noch 2014, war irgendwie flüssiger und war das viel besseres Jahr als 2015. Aber gut, man beugt sich halt den sozialen Konventionen und macht da halt mit. Ja, mir geht es noch ein bisschen dreckig von vor zwei Tagen. Also, bleiben wir aber beim Thema. Wir machen auch dieses Jahr weiter und kümmern uns um Informationen und aktive Hilfestellungen rund um den Islam. Und wie wir das machen, ist, wir erzählen, wir versuchen Hintergründe zu bringen, wir versuchen Neuigkeiten aufzuzeigen, wir versuchen Leuten klarzumachen, worum es überhaupt geht, wo Sachen herkommen, einfach nur um ein bisschen Hintergrundwissen zu bringen. Wir machen das, weil wir der Meinung sind und auch in der Lage sind, das zu tun, dass wir das objektiv machen können. Weil wir weder an Götter noch Geister noch Drachen noch weiß ich nicht, an den Räuber Hotzenplotz oder sonstige Sachen glauben und sagen, das sind alles fiktive Gestalten, die sich Leute ganz bestimmt aus gewissen berechtigten Gründen irgendwann ausgedacht haben, weil man eben früher nicht so viel Wissen hatte. Und wir sind jetzt heute in der Lage zu sagen, na, also die haben jetzt ihren Dienst getan und die können wir jetzt ausrangieren und deswegen können wir jetzt diese ganzen
Monster, egal ob jetzt hier auf der Erde oder auf irgendwelchen Himmelskörpern oder anderen Himmeln oder wo immer, die können wir jetzt zur Ruhe legen. Und ich für mich habe das getan, indem ich einfach nur mir meine Umgebung und mein Universum, in dem ich nun einmal bin, angeguckt habe und umgeguckt habe und gemerkt habe, da ist es Quatsch, da gibt es keine Götter, brauche ich nicht, habe ich nicht, kriege ich auch nicht wieder rein. Und deswegen sage ich immer, warum soll ich etwas glauben, was ich nicht belegen kann? Das heißt also, in meinem Leben gibt es viele Sachen, die ich nicht belegen kann und deswegen glaube ich sie auch nicht. Warum sollte ich das sonst tun? In dem Augenblick, wo ich Beweise habe, dass etwas den Tatsachen entspricht, dann glaube ich es auch, aber vorher nicht. Und deswegen glaube ich auch nicht an Götter. Wie jetzt die Motivation bei anderen aussieht, das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass ich ein Mensch bin, der keine Götter braucht und deswegen auch keine Götter hat. Warum ich mich deswegen als solches identifizieren soll, weiß ich nicht. Ich identifiziere mich auch nicht als, hallo, ich bin ein Mensch ohne Flügel, weil ich keine Flügel habe. Warum ich mich jetzt identifizieren muss als, ich bin ein Mensch ohne Glauben an Götter, bloß weil ich eben diesen Glauben nicht habe, weiß ich nicht. Aber aus irgendwelchen Gründen ist in der Gesellschaft dieser Götterglaube so stark vertreten, dass die Leute irgendwie, die das unheimlich finden, wenn jemand das nicht hat, was sie selber haben, nämlich diesen Glauben. Und deswegen verlangen die von mir, dass ich mich als Atheisten bezeichne. Na gut, ich finde, man sollte für alles offen sein und über alles sprechen können. Also bin ich so flexibel, dass ich mich halt so nenne. Keine Drachen überall, genau. Und deswegen bin ich bereit, das zu tun. Wo ich allerdings jetzt noch mehr Probleme habe, ist mit diesem Terminus technicus Atheismus. Weil ich glaube etwas nicht. Ein Ismus aber ist immer etwas praktizieren. Das heißt also, ein Ismus folgt einer Doktrin, einem Menschen, einer Ideologie, irgendetwas muss da sein. Aber wenn ich etwas nicht glaube, dann ist da ja nichts. Deswegen verstehe ich nicht, wie ich etwas praktizieren kann, was es gar nicht gibt. Oder was ich nicht tue oder was ich nicht glaube. Ich bin ja auch kein fanatischer Nicht-Golfer. Bloß weil ich nicht Golf spiele, bin ich ja kein Golfismus. Der Eick hatte jetzt so einen schönen Begriff, den habe ich jetzt schon wieder vergessen. Der fällt mir ein, wenn ich nächste Woche wieder nüchtern bin. Und dann sage ich, wir sind Leute, wir sind in der Lage, weil wir eben nicht indoktriniert worden sind, in der Lage, über den Islam zu sprechen und sind auch in der Lage, diesen so einzuschätzen, dass er einigermaßen stimmt. Das heißt also, das Erste, was ich lernen musste, ist, dass es nicht den Islam gibt, sondern es gibt 1,5 Milliarden verschiedene Versionen des Islam. Genauso wie es nicht den Muslim gibt, sondern es gibt 1,5 Milliarden Versionen eines Muslim. Woher kommt das? Und das ist jetzt genau das spannende Thema am Islam, weil der furchtbar komplex ist und im Grunde genommen eine politische Ideologie ist. Der ist auch eine sozioökonomische Ideologie. Das sind also alles Mögliche und in der Mitte sitzt die Religion, die alle anderen Bereiche beeinflusst. Das heißt also, ich muss die Religion sehen als treibendes Element für das, was es hinterher an Auswirkungen in der Realität hat. Das heißt also, diese Ideologie, diese politische Ideologie ist basierend auf einem Gott, der als höchste Autorität dasteht. Und diese Autorität bestimmt, wie ich mich kleiden muss, wie ich mich benehmen muss, wie ich alles machen muss in diesem Leben auf dieser Welt. Mit dem Versprechen, dass wenn ich das alles brav tue, dass ich dann, wenn ich dann für diesen Gott gekämpft und ganz viel für den geplündert habe und ihm immer ein Fünftel abgegeben habe, wenn ich das alles immer brav mache, dann komme ich in den Himmel. Und dieser Himmel ist ganz toll, weil man da mit ganz vielen Jungfrauen schlafen darf, was ich eigentlich nicht toll finde. Und man darf da Wein trinken, kann ich ja auch schon machen. Und da gibt es dann auch ganz tolle Sachen. Und das darf man dann für alle Ewigkeit machen. An welches Punkt? Das bis in alle Ewigkeit, einfach Moment, nur mit mal. Irgendwelchen Jungfrauen rumzumachen, dass das also dann der Himmel auf Erden ist und das Beste, was einem widerfahren kann. Ja gut, dann hat er das nicht alles verdient. Ich habe eine Zwischenfrage. An welches Postfach muss ich denn diesen Fünftel schicken, wenn ich jetzt Leute ausplündere? Ja, das ist esoterisch gemeint. Das muss man
spirituell sehen, weil ja Mohammed der Verwalter von diesem Fünftel ist. Das heißt also, man schickt dann ein Fünftel nach Mekka und das wird dann dort verwaltet für die Tage, wenn Mohammed zurückkommt, dass der das dann seinem Gott übergeben kann. Weil für den Gott sind Sklavinnen und Gold und Edelsteine, das ist alles ganz wichtig. Also anders kann ich mir das erklären. Es macht ja keinen Sinn, dass man das irgendwie spirituell und als Metapher sieht, weil wenn ich jemanden plündere, dann plündere ich ja nicht seine Idee zu einem Fünftel. Ja eben, deswegen musst du dann ein spezielles Bankkonto aufhaben, dass wenn du stirbst, dieses Fünftel dann nach Mekka geht. Naja, ich bin nicht so davon begeistert und aber wir beeindruckt. Können auch einen Imam fragen, was die E-Mail-Adresse von Allah ist. Allah. Weiß ich nicht, erdhimmel.uni im Universum oder was immer. Und dann können wir ihm ja die Frage stellen und sagen, bitte sag uns mal, wo kommt dieses Fünftel eigentlich hin? Aber ich meine, da sieht man mal, wie albern das Ganze ist. Und man muss nur, ich meine, ich sage mal, man kann den ganzen Islam oder dieses ganze Götterglaube, kann man mit einer einzigen Frage immer komplett lahmlegen, weil das einfach absolut keinen Sinn macht, weil du musst dann immer nach irgendwelchen Ausflüchten suchen und dann musst du Entschuldigungen finden und da kommt eben dieses Apologetentum her, dass die dann versuchen, irgendwelche Entschuldigungen zu finden, warum das keinen Sinn macht und warum man das aber trotzdem machen soll. So, das heißt also, wir versuchen das alles zu erklären und sehen den Islam zunächst mal als politische Ideologie, die aber auf der Religion basiert und da kommen dann halt diese ganzen Regeln und diese ganzen Gesetze und die werden dann übertragen in ihrer vagen Auslegung. Das heißt also, diese Texte, Koran, Hadith und was, das sind ja keine rechtsmäßig ausformulierten Gedanken. Das ist ja nicht so, dass man genau sagt, okay, eine Tochter bekommt 2/3 des Erbes. Und wenn es dann steht, dann ist es falsch. Sobald der Koran vage ist, dass die Menschen das dann selber entscheiden müssen, dann klappt das ja noch einigermaßen. Aber sobald der Koran konkret wird, ist er falsch. Also Berge sind keine Pflöcke und Ameisen können nie reden. Aber sobald solche Aussagen kommen, dann sind das Fehler. Aber das jetzt jemandem zu erklären, der davon indoktriniert worden ist, ist relativ schwer. Aber wir versuchen das ja auch nur aufzuzeigen. Wir versuchen nur zu helfen und zu zeigen, okay, diese Sachen stehen da und da und die Hintergründe dazu könnten sein das und das und so kann man das auch auslegen und das wird von einigen Gelehrten so ausgelegt und es ist nun einmal vage, es gibt keine klare Darstellung. Im Koran steht nicht, du musst 5-mal beten und Frauen müssen sich den Körper verhüllen. Es steht nirgendwo im Koran. Und das muss man eben mal ganz klar sagen, dass das alles menschengemachte Regularien sind. So, und dafür sind wir da. Und wir würden uns wünschen, dass Leute sich in diese Diskussion mit einschalten und eben entweder Fragen stellen oder Anregungen bieten, geben, Anregungen leisten, bieten, tun, machen, um zum Beispiel dann auch Beiträge liefern. Wir versuchen beide immer Leute dazu zu bringen, sich hier einzuladen, damit die erklären, wie ihre Darstellung ist. Weil was ich ganz spannend finde im Islam zum Beispiel, also ich persönlich jetzt, die Koranisten. Das heißt also, ich finde die ehrlichste Version des Islam, die Koranisten, aber das ist gleichzeitig auch die schwierigste und kontroverseste. Und das hätte ich gerne mal von einem Koranisten erklärt, aber es ist wahnsinnig schwer, jemanden in die Sendung zu bekommen, der von vornherein weiß, dass es kritisch zugeht. Weil der Islam ist wahnsinnig schwach. Und deswegen versucht eben jeder Apologet irgendwo bei Christen oder weiß Gott wo irgendwo was rauszuholen, was eben diesen schwachen Glauben irgendwie noch bestärken könnte. Und deswegen auch dieser ganze Wissenschaftswahn, den es mal vor 10 Jahren gegeben hat, der immer noch teilweise existiert. Aber die meisten Muslime sind mittlerweile drüber weg. Aber da kommt das halt her. Was hast du uns rausgesucht? Ganz voll Neuigkeiten. Zuerst einmal, nur weil du Ameisen nicht verstehst, musst du nicht sagen, dass die nicht reden können. Also
So viel sei mal gesagt. Jedenfalls, wenn ihr in die Sendung kommen wollt, habt ihr zwei Möglichkeiten. Ameisen sprechen alle altarabisch, das ist so oder so der Fall. Das ist das Problem. Live.die-gottlosen.ch, da könnt ihr einfach zugucken, quasi so passiv in der, mit der Sendung mitmachen. Wollt ihr aber aktiv sein, benutzt einfach den unteren eingeblendeten Link, und zwar hangout.die-gottlosen.ch. Dann kommt ihr hier in den Hangout und könnt euch vorstellen, wenn ihr wollt, und uns mitteilen, was ihr zu sagen habt. Was habe ich für die Zuschauer? Wie immer suche ich natürlich News heraus, die mir interessant scheinen. Und ich muss sagen, persönlich wird das einfach immer schwerer, irgendwelche interessanten News herauszufischen, damit sich das nicht wiederholt. Weil für den einen Zuschauer kann es natürlich sein, dass gewisse Themen etwas völlig Neues sind, ist klar. Aber für die anderen Zuschauer, die schon länger dabei sind, länger sich hier passiv betätigen oder auch aktiv beteiligen, kann es sein, dass das eine oder andere Thema wirklich langweilig wird. Und dann ist es für mich halt schwer, irgendwo so einen Mittelweg zu finden zwischen Neuem und trotzdem noch Altbewährtem sozusagen. Aber ich denke, ich werde immer was, irgendeine News werde ich immer finden, die irgendjemanden interessiert, der zuhört oder zuliest, wie auch immer. Also, wir haben hier die erste News. Islamischer Staat auf dem Vormarsch in Zentralasien. Es gibt ja immer wieder Meldungen und die Ansicht, dass der IS völlig geschwächt ist und sie auf jeden Fall noch morgen verlieren werden, etc. Ich persönlich bin immer noch nicht der Überzeugung, weil es auch solche News gibt, wie eben hier. Und zwar geht es hier um Tadschikistan. Wo genau das jetzt liegt, habe ich jetzt schon wieder vergessen. Aber irgendwo im Bereich zwischen Indien und halt Türkei dort herum. Und dieses Land ist jetzt kein reiches Land, keine reiche Nation. Bodenschätze gibt es da nicht allzu viele oder hat man vielleicht einfach noch nicht entdeckt. Armut ist also relativ weit verbreitet. Viel Arbeitslosigkeit, die Krise hat natürlich auch diese Nation gefasst und die Jugend hat, weiß nicht, was mit sich anzufangen und. Und hier gibt es halt im Artikel einige sehr interessante Infos zum ganzen Land dort, was halt Sache ist, wie die Wirtschaftslage aussieht, wie die Menschen damit umgehen und. Für uns ist der interessante Aspekt halt, dass da anscheinend IS-Kämpfer auf dem Vormarsch sind. Dass sich immer mehr Jugendliche und junge Erwachsene zum IS quasi bekehren lassen und einfach dieser Ideologie anhängen. Sie werden angelockt natürlich mit großen Lohnzahlungen etc., mit Reichtum, mit Wohlstand und. Und es scheint auch zu klappen. Warum ich sage, dass ich das halt nicht sehe, dass der IS wirklich auf dem Rückmarsch ist sozusagen, sondern eher immer noch aktiv, gleich aktiv wie jetzt vor 2 Jahren oder vielleicht sogar aktiver und erfolgreicher vor allem. Weil hier der Sicherheitschef, der Chef einer Spezialeinheit, also Ex-Chef einer Spezialeinheit, hat sich nun von Tadschikistan hat sich nun zum IS bekehrt. Also wenn schon relativ ranghohe Positionen in der Regierung sozusagen sich dazu bekehren, dann halte ich die Aussage für ziemlich falsch, dass der IS schon fast zerschlagen ist. Ich sehe einfach persönlich davon eher wenig. Bist du immer noch der Meinung, dass der IS im Rückgang ist, oder? Naja, ja und nein. Ja, weil es immer mehr Informationen gibt und immer mehr Moslems klar wird, sie müssen sich davon distanzieren. Und da die meisten Muslime ja besser sind als ihr Gott, sind sie tatsächlich bereit dazu, das jetzt auch zu tun. Und das auch ganz öffentlich. Und sobald jemand aufruft, Kinder, wir müssen das jetzt machen, dann machen die das auch. Was mir fehlt, ist dieser
dieser Wille, die eigene Ideologie in den Griff zu bekommen und einfach mal zu sagen, so, uns gehört jetzt der Islam, wir definieren, was Islam ist und alles, was darüber hinausgeht, ist nicht mehr Islam. Das fehlt uns heutzutage. Wir haben niemanden, der sagt, das ist Islam. Wir haben niemanden, der sagt, deshalb ist Daesh verabscheuungswürdig. Weil im Augenblick machen die ja nur das, was Mohammed gemacht hat. Das heißt also, es fällt Muslimen objektiv schwer, das zu verurteilen. Und daraus heraus rekrutiert ja Daesh die Leute. Erstes Mal nehmen die verkrachte Existenzen, die sonst nichts haben, nichts machen, nichts können. Die kriegen da Gehalt, die kriegen Frauen, die kriegen alles Mögliche. Man muss also ein bisschen primitiv sein. Man muss auch absolut brutal sein, dass man von dieser ganzen Brutalität, wie sagt man, Violence, von dieser ganzen Gewalt, die nicht einfach reiß ausnimmt. Das heißt also, wir haben eine bestimmte Gruppe Leute, die normalerweise als Hooligans nach Fußballspielen die Leute verkloppen. So, jetzt wird aber da streng aufgepasst, dass eben diese Hooligans nicht mehr rumreisen können und das nicht mehr tun können. Also gehen sie jetzt nicht mehr zu den Fußballspielen, also gehen sie jetzt nach Syrien. Und dann dürfen sie da Leute nicht nur verkloppen, sondern sogar abmurksen. Und für manche ist das tatsächlich ein Anreiz. Die haben diesen Machtrausch und den kriegst du aus den Menschen nicht raus. Und solange es solche Menschen gibt, solange wird es auch so Institutionen wie den Daesh geben. Das heißt also, jawohl, er geht kaputt, weil ihm einfach die Substanz fehlt, weil mittlerweile die Geldmittel abgegraben werden, weil man wirklich guckt, wie man daraus rauskommt. Weil ein Bombenwerfen nützt ja nichts. Du kannst keine Ideen rausbomben. Aber auf der anderen Seite hast du immer noch die Leute, die das gerne machen würden. Und du hast immer noch diese vagen Aussagen, die jegliche, und ich meine das jetzt wirklich, jegliche Interpretation erlauben. Und solange das existiert, kann eine Institution wie Daesh weiter funktionieren. Ja. Die nächste News ist, eine Fatwa wurde entdeckt. Und zwar eine Fatwa von der IS. Was ist eine Fatwa? Das ist ein Gebot, quasi ein menschliches Gebot, eine menschliche Regelung mit religiösem Hintergrund, mit einem religiösen Grundgedanken. Und hier hat ein US-Spezialkommando diese Fatwa, dieses Dokument ergattert. Also im Artikel wird das so dargestellt, als sei das ist ein Riesensieg von diesem US-Spezialkommando, dieses Dokument erlangt zu haben, als sei das eine Riesensache, ein Monumentalwerk, eine Monumentalaufgabe der Spezialkommando, eine Fatwa, irgendein kleines Dokument zu ergattern, wie man Sklavinnen behandelt. Das Interessante daran ist, dass in dieser Fatwa geregelt wird, wie eigentlich Sklavinnen zu behandeln sind. Und wenn man halt diese Fatwa liest, so scheint es, wurden die Jesiden nicht richtig behandelt. Also selbst IS intern wurden viele Sklavinnen falsch behandelt. Also da wurde einfach orgienmäßig die Frauen vergewaltigt etc. Und nicht so, wie es Mohammed und Allah eigentlich wollten. Das heißt, gesittet, zuerst die Sklavin kaufen und dann damit machen, was man will. Nicht einfach schon die Ware quasi benutzen, nach gutem Dünken. Aber also der Fatwa zeigt schon. Also, sorry. Ja, was ist? Nee, dabei ist der Fatwa das, was den Islam verzerrt. Weil im Islam gibt es die Hadiths und die belegen ganz klar, wie eine Sklavin zu vergewaltigt werden hat. Und in dieser Fatwa steht zum Beispiel drin, dass Vater und Sohn nicht dieselbe Sklavin vögeln dürfen. Davon steht aber im Islam nichts. Im Islam dürfen Vater und Sohn mit der gleichen Sklavin Sex haben. Und jetzt verzerrt die Fatwa das und sagt, nee, das dürft ihr aber nicht machen. Da muss der Sohn sich seine eigene Sklavin holen. Davon steht im Islam, in den Hadith steht davon nichts. Oh, ich bin mir zu 99% sicher, dass ein Hadith existiert, der das eine und der andere Hadith regelt das andere. Keiner bekannt. Gut, stimmt, du hast recht. Also mir ist zumindest kein Hadith bekannt, der sagt, Vater und Sohn müssen verschiedene Sklavinnen haben. Davon, also ich habe davon noch nichts gelesen. Ich auch nicht, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass
Weil diese Fatwas beruhen ja genau auf solchen Dingen, dass man irgendwo einen Hadith gelesen hat und dann ignoriert man den anderen Hadith, der das Gegenteilige sagt, komplett und die Fatwa wird dann auf dem wohlwollend klingenden Hadith aufgebaut. Also das ist ja nichts allzu Neues, weil das macht quasi jede Nation, die irgendwie mit der Scharia herumhantiert, hat religiöse Fatwas in Gerichten und jede Nation ist anders, weil die einen denken, dieser Hadith ist halt so barbarisch und der stimmt wohl eher nicht und die andere Nation sagt, doch, der Hadith stimmt, eure Hadith ist falsch und. Ich meine, darum haben wir die Hauptunterscheidungen Schia und Sunnis, weil sie sich nicht einigen können, würde ich sagen, auf die Hadith. Die einen sagen, Aisha ist die beste Hadith-Überbringerin, die anderen sagen Abu Huraira. Also, naja, man kann es halt sich herauspicken, wie man gerade lustig ist, nicht? Aber was für die meisten Muslime schockierend ist, die wissen das gar nicht, dass es Hadith gibt, und zwar authentisierte, also in Bukhari und in Muslim, in denen gesagt wird, wie Mohammed den Leuten beigebracht hat, wie sie ihre Sklavinnen, also die Kriegsgefangenen, weiblichen Kriegsgefangenen, wie die zu vergewaltigen haben. Dass da ganz genau geregelt ist, dass sie ihren Orgasmus genießen müssen und dürfen und sie brauchen nicht vorher rauszuziehen, weil nur Gott entscheidet, ob eine Frau schwanger wird oder nicht. Hamas verbietet Feiern an Silvester. Das ist natürlich ganz wichtig, dass man jetzt in einem eigentlich Kriegsgebiet quasi noch mehr religiöses Gedöns reinwirft ins Feuer, damit die Spaltung noch klarer wird. Aber guck, wenn die Leute Hamas es nicht verbieten, guck dir an, was in Dubai passiert. Kommt kurz sofort und setzt das Hotel in Brand. Ich finde es einfach lustig, dass halt die Hamas das als wichtig ansieht, dass das so ein Verbot eine Notwendigkeit zu sein hat. Ich meine, ich persönlich finde Silvester bescheuert. Für mich hat Silvester hinten und vorne keinen Wert. Letztes Jahr hat es mich im Schlafen gehindert und ich meine, für mich hat es einfach weder irgendwelchen psychologischen Wert noch einen wirklichen materiellen Wert, sondern es ist einfach nur sinnloses Geballer. Hallo, darum, das ist eine fette Party, dicke, fette Party. Ja, hör mal, muss doch. Ja, kannst du, ja, jeder Grund ist doch recht. Ja, gut, für viele Menschen ist das schon so. Für mich, ich meine, ich habe ja nichts gegen Feste und Feiern und Trinken. Da sollen die Leute lustig sein und Frohsinn verbreiten und glücklich sein. Ich meine, kein vernünftiger Mensch. Die Sonnenumrundung erfolgreich absolviert. Hör mal. Was heißt hier Sonnenumrundung? Ich meine, du könntest auch den, keine Ahnung, 3. November nehmen und bis zum nächsten 3. November zählen. Hast du genau auch die 360 Grad. Also machen wir jeden Tag Party. Hör mal, weißt du übrigens, ich weiß nicht, ob das viele wissen, dass das hin und her geschoben wurde mit dem 1. Januar. Der war mal im Oktober, dann war er im März, lange Zeit im März, und dann ist er wieder zurückgesetzt worden auf den Januar. Das wissen auch die wenigsten. Ja, eben aus dem Grund, weil es halt eigentlich ein astrologisches Phänomen sein sollte. Und warum jetzt der quasi der 31. Dezember da wichtig ist, verstehe ich persönlich nicht. Sinnvoller wäre es für mich, das habe ich auch in einem Video beschrieben von der Polemik, da war es, glaube ich, letzten Dienstag oder Mittwoch, wieso nicht den 21. Juni, den Tag, an dem quasi der Tag der längste ist und dann wieder genau. Alles kürzer wird. Würde einfach irgendwo mehr Sinn ergeben. Ich meine, so war es ja früher auch, aber stimmt, von der Logik her, ja. Würde einfach für mich sich schöner anklingen. Darum ist es für mich allgemein ein sinnloses Fest und darum verweise ich auch auf mein letztes Video, sinnloses Fest mit sinnloser Aktion befeuern. Da habe ich mein eigenes kleines Feuerwerk kurz vor 12 dann noch gefilmt. Ist sicher ein interessantes Video. Ha? Hast du ein Feuerzeug bedient? Na, ich habe Thermit gemacht.
Also ach so, ich dachte, das war dein Feuerwerk. Du hast ein Feuerzeug gezündet und das war dann dein Feuerwerk. Ich habe das Feuerzeug schon gezündet und das Feuerzeug hat dann mein persönliches Gemisch angezündet. Also ich habe meine Chemikalien habe ich selber zusammengemixt. Ich muss mir das Video angucken. Ike und sein Feuerzeug. Das sollte auch jeder Muslim angucken, weil es ist wichtig für jeden Muslim. Hey, ohne Witz, es ist wichtig für jeden Muslim. Also, wo bin meine ich? Meine Maus ist kaputt. Ist ja egal, du musst sie nicht bedienen, ich muss sie bedienen. Ich versuche immer, Mikrofon auszudrücken und das klappt nicht. Die ist gerade nur ein paar Monate alt, scheiße. Soll ich dich muten? Mörder eines Bloggers in Bangladesch zum Tode verurteilt. Smashallah, endlich mal ein bisschen Gerechtigkeit. Wobei es dem Toten eher nichts mehr nützt. Aber egal, Hauptsache die Mörder hocken hinter Gittern und sollten über ihr Handeln mal ein bisschen nachdenken, weil dieses Handeln extra bescheuert ist, meiner Meinung nach. Der Mord hat stattgefunden 2013 und da war es ein Lehrer, wenn ich mich nicht falsch entsinne, der seine Studenten angestachelt hat, einen Blogger, einen atheistischen, das ist auch wieder ein bisschen komisch, einen säkulären Blogger zu töten. Und der wurde dann getötet und die hocken jetzt, wurden verurteilt. Einige sind auf der Flucht, wurden aber natürlich trotzdem verurteilt. Nur weil sie halt nicht vor Gericht erschienen sind, heißt nicht, dass das Urteil nicht gefällt werden kann. Das ist aber von 2013. Seit 2013 hat es natürlich noch mehrere Morde in Bangladesch gegeben. Und ich hoffe, das ist ein gutes Zeichen jetzt, dass Bangladesch quasi der Staat, die Regierung sich darum kümmert, dass es nicht einfach der Fanatismus hier Überhand nehmen kann in Zukunft, hoffe ich jetzt zumindest, dass sich die Leute Gedanken machen, wenn sie morden, dass es Konsequenzen haben wird, reelle Konsequenzen auf der Erde. Je nachdem, wie fanatisch halt ein Mensch ist, kann ihn das nicht interessieren oder wird ihn das nicht interessieren, weil er sich denkt, naja, 25 Jahre hier sind nichts, im Paradies bin ich dann als Märtyrer für die Ewigkeit mit meinen Jungfrauen. Ich persönlich finde es aber gut, dass halt hier Bangladesch ein kleines Zeichen setzt, wenn auch wirklich sehr, sehr kleines. Und die letzte News. Österreichs Justizminister, wer Hass sät, wird Gefängnis ernten. Warum habe ich denn den schon wieder gewählt? Ah genau, es gab eine Verschärfung der Gesetze in Österreich. Also die Gesetze wurden schon niedergeschrieben und traten mit dem 1. Januar in Kraft in Österreich. Und das ist ein Gesetz, also wenn ich es auf den ersten Blick, so wie ich das begreife, ein ziemlich dämliches und besteuertes Gesetz, weil hier wird die Religion quasi wieder als so wichtig angesehen, dass man sich nicht darüber aufregen dürfte und nichts dagegen sagen könnte, großartig. Und derlei Dinge. Ich weiß nicht, was ich damit anfangen soll. Einen Abschnitt will ich mir kurz genauer anschauen. Und ich glaube, das war gerade der. Wenn jemand aufgrund seiner Herkunft, Religion, Hautfarbe, Sprache oder Ähnliches verbal attackiert wird, darf das nicht ungestraft bleiben. Wer Hass sät, wird Gefängnis ernten, betont Justizminister Wolfgang Brandstätter, wie die Tageszeitung Der Standard berichtet. Öffentliche Hetze gegen Ausländer im Sinne von Nicht-Österreichern ist strafbar. Zudem dürfen Völkermorde und Genozide weder geleugnet noch verharmlost werden. Kein Richter und kein Anwalt kann mir sagen, was ich zu hassen habe und hassen darf. Und dass ich nicht da meine Meinung darüber sagen darf. Ich darf nicht darauf hetzen, sondern zu sagen, tötet jetzt alle Muslime, weil ich den Islam dämlich finde. Das ist eine andere Geschichte. Aber wenn ich sage, der Islam ist scheiße in meinen Augen, der Islam sollte ausgerottet werden und wenn man Leute, die den Islam zu ernst nehmen, zu fanatisch, die sind für mich genauso bescheuert.
ob das dann mir angelastet werden kann, wirklich reell vor Gericht angelastet werden kann, halte ich für Unsinn, weil der Richter muss mir auch nachweisen, beziehungsweise der Anwalt, der mich dann quasi anzeigt, müsste mir anlasten, dass es eine schlechte Sache ist, dass ich diesen Hass habe, auf Religionen bezogen. Ich spreche ja immer von Religionen. Dass ich die Leute dann hasse, das ist, wie gesagt, eine andere Geschichte. Aber selbst die kann ich hassen, wenn mir ein Muslim so fanatisch entgegentritt und sagt, als Atheist hätte ich weniger Rechte als er, hätte ich weniger Moral als er und diese ganzen besserwisserischen oder Menschen höher gestellte Aussagen, nur weil er an der Religion anhängt. Wieso sollte ich den dann lieben und nicht hassen? Das ist auch völlig sinnbefreit. Und der letzte Teil hier in diesem Abschnitt, den ich völlig dämlich finde, Völkermorde und Genozide dürfen und Genozide weder geleugnet noch verharmlost werden. Ich meine, wenn ich weiß, dass dann Völkermord stattgefunden habe und den leugne, das ist ja immer noch meine Sache. Ich meine, ich bin dann in dem Punkt vielleicht bescheuert als Einzelperson, aber es ist doch immer noch meine Sache, ob ich das akzeptiere oder nicht. Da kann mich auch kein Richter dazu zwingen, etwas zu akzeptieren, was ich nicht akzeptieren will. Das kommt ja auf das Gleiche raus. Dann kann ich genau sagen, ja, hier werde ich wegen meiner Ideologie attackiert. Also ich verstehe nicht, dass das einige Anwälte sich Gedanken über so Mist machen und das Gesetz dann wieder so auslegen, dass es nur Steuergelder im Endeffekt kostet und niemand wirklich dafür belangt werden kann, weil es so dämlich ist. Naja. Also ich Bist du noch das, irgendwas los? Ja, ich finde das bedenklich. Also das ist, okay, es ist ganz klar. Hier hat jemand ohne Hirn, ohne nachzudenken, ohne irgendwie sich die Konsequenzen zu überlegen und ohne überhaupt in irgendeiner Form nachzudenken, versucht, die Gedanken, die in den USA gelten, in Österreich einzuführen. Weil in den USA gibt es ja diese Amendments und in der ersten Amendment gibt es eben diese Meinungsfreiheit, bla bla bla. Aber es gibt 8 Einschränkungen in den USA und diese 8 Einschränkungen machen in meinen Augen auch absolut Sinn. Und sie sind sehr gut formuliert und sehr gut, sagen wir mal, ausgedacht. Und das hat einer versucht, der hat davon gehört und hat versucht, das hier einzubringen, hat aber nicht das Gehirn eingeschaltet, um das zu tun. Weil wenn du mal ein bisschen weiter runter gehst, dann wirst du sehen, wenn jemand hier, der straffrei bleibt hingegen, weiterhin die Hetze gegen Österreicher selber. Das heißt also, wenn ich einen Muslim beschuldige, Fanatiker und Islamist zu sein, dann gehe ich ins Gefängnis. Wenn das aber ein österreichischer Muslim ist, dann nicht. Das ist ja Quatsch. Das ist absolut Blödsinn. Und vor allen Dingen, der Straftatbestand ist nicht geregelt, sondern bleibt Auslegungssache. Also gibt es etwas Idiotischeres als das? Ich meine, ich muss doch einem Muslim sagen dürfen, Islam ist eine politische Ideologie und in dieser politischen Ideologie, die auf einer Religion basiert, die auf dem Koran basiert und da steht, dass Frauen weniger Rechte haben, also propagiert der Islam weniger Rechte für Frauen. So, das ist eine ganz logische Schlussfolgerung. Aber wenn ich das in Österreich 30 Leuten, 31 Leuten sage, gehe ich ins Gefängnis. Nee, da bin ich sprachlos. Ich kapiere das nicht. Ich weiß nicht, was das soll. Und vor allen Dingen, hast du das, den Lebensfeldbegrenzer? Ich lese ja immer, während du erzählst, die Sachen daneben, die sind viel interessanter sind. Ein Lebensfeldbegrenzer gibt es jetzt. Oder Lebensfeldstabilisator aufgrund einer Biophysik. Das darfst du. Das heißt, du darfst den Leuten den absoluten Scheiß aufbinden. Aber wenn du die Wahrheit sagst, kriegst du ins Gefängnis. Ja, eben, das meine ich ja. Ich meine, nur weil ich jetzt nicht an das glaube, muss ich trotzdem irgendwie das respektieren. Und die anderen, die etwas Religiöses glauben, die können dann sagen, quasi über die Österreicher, die nicht glauben, was sie wollen,
weil die ja an nichts glauben, an keinen Gott glauben sozusagen. Also darf ich beleidigen und gegen sie hetzen und so. Es ist einfach krank. Ich meine, es ist einfach wirklich geistesgestört und ich verstehe es auch nicht. Also, mir fehlt da die Empathie, sich in die Haut eines solchen Juristen reinzuzwängen und der irgendwie versucht hier, wie soll ich das nennen, Linkspropaganda zu betreiben, quasi zu zeigen, wir sind so gute Menschen in Österreich, wir tolerieren keine Menschen, die Kritik an Religionen oder an Menschen, die an Religionen glauben und das tolerieren wir nicht, so tolerant sind wir nicht. Ich meine, es macht einfach hinten und vorne in meinem Innersten absolut keinen Sinn. Es macht mich teilweise sogar richtig wütend. Naja. So, worüber reden wir noch diese Woche? Letzte Woche haben wir angefangen, über Mohammed zu reden und quasi der erste Teil über den absolut ersten islamischen Staat, denn das erste Kalifat ist eigentlich von Mohammed in meinen Augen erschaffen worden. Und jetzt wechseln wir aber rüber wieder zur Mythologie. Und zwar, wir schauen uns die Anfänge der Schöpfung ein bisschen an. Wie machen wir das? Es ist ein bisschen schwer für mich gewesen, wo ich anfangen soll. Und ich dachte mir, gucke ich das an, was mich am meisten interessiert. Und da ist für mich der spannende Aspekt im babylonischen und sumerischen Altertum. Im Mesopotamien, also im Land zwischen den zwei Flüssen, Euphrat und Tigris. Und ich denke, diese Kulturen haben wirklich vieles für die Menschheit getan, weil die erste wirkliche Schrift, die wir kennen, kam aus dem mesopotamischen Raum von den Sumerern, circa 4. Jahrtausend vor unserer Zeitrechnung, vor unserer christlichen Zeitrechnung, um ganz genau zu sein, kam so die erste Schrift auf, die Keilschrift, die eine systematische Schrift ist. Das heißt, man konnte sie einer Schule wirklich mehreren auf einmal lehren und es locker weitervermitteln, ohne dass sich das zu schnell verändert hat, dass man sich immer wieder neu belehren lassen musste, sondern wirklich eine Struktur aufgebaut hat über die Schrift, mit dieser Keilschrift. Diese Keilschrift war so erfolgreich, also diese Methode mit dem Keil im Lehm einzudrücken und eine Schrift daraus zu entwickeln, war so erfolgreich, dass sie gute 4000 Jahre Bestand hatte. Also es ist uns bekannt, dass bis ins 3. Jahrhundert nach Christus, nach unserer Zeitrechnung, nach dem Beginn unserer Zeitrechnung noch Tontafeln gedruckt werden. Wenn auch nur quasi im akademischen Umfeld. Nun, wie sind die Anfänge? Wie können wir das am besten aufarbeiten? Dazu nimmt man halt das Enuma Elish. Enuma Elish, ich denke, ich zeige das einfach kurz ins Bild hier. So. Diese Geschichte zeigt die ganze Schöpfung. Und sie ist darum interessant für uns, weil wir darin, wenn wir das jetzt komplett lesen würden, erkennen, was daraus geklaut wurde und dann in die Bibel übertragen wurde, also ins Alte Testament, in die Schöpfungsgeschichte und viel später dann von den Christen neu interpretiert wurde, also ins Neue Testament. Jesus hat da seine Rolle gefunden und also man findet viele Parallelen. Und dann wurden von den modernsten Christen, den Muslimen im Islam, auch Teile aus dem Alten Testament rüber kopiert. Und das haben wir ja schon geklärt. Mythologie funktioniert immer so, dass man alte Geschichten nimmt, alte Belehrungen über Astrologie und Astronomie, weil früher gab es diese Trennung nicht zwischen Magie und den physikalischen Gesetzen, die man gelernt hat und gesehen hat. Das war alles eins, das war einfach das Leben. Und diese Lehren wurden dann immer weitergetragen, mit neuen Namen besetzt und mit neuen Figuren besetzt. Aber die Sterne, die Himmelskörper dahinter, sind immer wieder überall zu entdecken.
So ist es auch, warum Aphrodite, Ishtar, Venus, Inanna und je nachdem halt welche Gottheit man sieht, die Manat oder die Alilat, sieht man alle überall die gleichen Gottheiten, die Fruchtbarkeitsgöttin, die Göttin der Liebe zum Teil halt, die Göttin des Lebens, des Lebensgebärens und, und. Für uns heute in der Sendung ist die Schöpfung wichtig, der Anfang, wirklich der absolute Anfang. Und wenn man das schon hier liest, wie man sieht, das Enuma Elish beginnt so. Enuma Elish heißt eigentlich der Titel jetzt einfach diese sieben Tafeln. Auch hier die Zahl sieben, sehr wichtig, weil die Schöpfung sieben hat, weil der Himmel sieben Himmelskörper hat, so zumindest dachten das die früheren Kulturen. Enuma Elish heißt nichts anderes als oben noch. Ist eigentlich quasi der Teil hier heißt Enuma Elish. Als oben der Himmel noch nicht existierte und unten die Erde noch nicht entstanden war, gab es Apsu, den Ersten, ihren Erzeuger und Schöpferin Tiamat, die sie alle gebar. Ich werde jetzt nicht großartig weiterlesen. Wichtig für uns ist, das erkennt man dann, wenn man alle Tafeln nach und nach liest, Tiamat ist das Meer, also das salzige Wasser, die alles gebar. Also hier erkennt man schon, dass frühere Kulturen sehr wohl sich Gedanken gemacht haben, woher das erste Leben wohl gekommen sein könnte. Und sie haben halt keine allzu wissenschaftliche Erklärung aufarbeiten können für die Nachwelt. Also hat man das in Geschichten verpackt. Man wusste irgendwie, dass halt rein technisch, rein rechnerisch, dass irgendwie, weil das Meer so groß ist, so viel, viel gewaltiger ist als alles andere, was man halt sieht, muss irgendwie das einen Ursprung haben, der Anfang von allem irgendwie sein. Die haben da keine Erklärung dafür gehabt, aber es ist da quasi mehr ein Zufall, dass sie halt ihr Recht behalten haben. Und Apsu ist das Süßwasser. Also der Erzeuger. Und die Menschen damals haben sehr wohl anscheinend gemerkt, dass Süßwasser wichtig ist. Ohne Wasser verdurstet man sehr schnell, man trocknet aus, man stirbt. Also muss es irgendwie ein wichtiges Erzeugnis sein für den Menschen, der darum auch Erzeuger schlechthin. Und also das ist eine babylonische Geschichte, akkadisch-babylonische, aber im Endeffekt ist es dann das Enuma Elish per se ist als Geschichte babylonischen Ursprungs. Teile davon wurden natürlich geklaut vom Akkadischen her, das Akkadische kam dann vor dem Babylonischen noch, also die Sprache ist damit hauptsächlich gemeint und die Kultur und gehört auch im gleichen Sprachraum, sprich semitisch. Aber diese Kulturen habe ich auch geklaut von der Kultur der Sumerer. Und das Interessante an den Sumerern ist, sie sind eine völlig eigenständige Kultur. Sie sind einfach komplett ausgerottet worden irgendwie. Die ganze Sprache, die Kultur, mehr oder minder. Die Sprache ist eine völlig isolierte Sprache, nennt man das. Sie hat nichts gemein mit dem Babylonischen, mit dem Akkadischen und. Sie ist also eine eigenständige, isolierte Sprache, keine semitische. Das ist ganz wichtig zu begreifen. Die Ideen aber von Geschichten und von den mythologischen Figuren, die wurden einfach teilweise übernommen. Also die einen Götter wurden namentlich komplett übernommen, andere haben einfach eine andere Bezeichnung bekommen, aber die Handlungen der Götter sind immer noch die gleichen. Weil sich ja auch die Himmelskörper für das menschliche Auge nicht verändern, aber die Kultur hat halt eine andere Sprache und betiteln diese Himmelskörper immer anders. Wie gesagt, diese zwei sind Wasser und sie waren einst aus dem, im Griechischen gibt es ja das Chaos und die kamen quasi, simpel ausgedrückt, aus dem gleichen Chaos, diese zwei. Wenn man es ganz genau nimmt, ist Tiamat das eigentliche Chaos, übertragen in die griechische Mythologie
Und der Apsu wäre Kronos. Oh, Moment, ist es Kronos? Jetzt muss ich, dass ich da nicht allzu viel Falsches erzähle, einen kurzen Augenblick. Nee, es ist im Griechischen ist ein bisschen anders übertragen. Auch die Geschlechter sind im Griechischen anders übertragen. Chaos ist im Griechischen eigentlich der Apsu, also das männliche Pendant. Und die Tiamat, die Gebärende, ist im Griechischen dann die Gaia, also die Erde. Die Griechen haben halt die ganze Erde quasi als Gebärende genommen und nicht nur das Salzwasser. Aber die Figuren, die Funktionen der Figuren sind somit die gleichen. Das heißt, im Griechischen hast du die Flüssigkeit, die das Feste befruchtet. Und hier ist es die Vermischung der Flüssigkeiten. Ja, nee, das wäre ein bisschen zu falsch, weil im Griechischen ist das Chaos einfach ein Durcheinander. Also es ist nichts geordnet. Das ist ja die Bezeichnung vom Chaos. Es ist nichts geordnet. Es hat jetzt nichts mit flüssig oder fest zu tun, sondern mehr einfach mit der Befruchtung schlechthin. Das heißt, das Chaos hat einfach die Erde befruchtet. Und aus dem Chaos und der Erde, also Gaia, Chaos und Gaia, ist dann quasi die Ordnung entstanden, im Griechischen jetzt. Ich versuche da irgendwie dieses Zufallsprinzip rauszulesen, aber das schaffe ich dann nicht. Welches Zufallsprinzip meinst du jetzt? Was? Der Befruchtung. Für mich ist nicht ganz klar, wie weit die Griechen eigentlich mit ihren Ahnungen waren, wie weit die tatsächlich schon in der Lage waren zu erkennen, dass die Befruchtung ein reines Zufallsprinzip ist. Weil die hatten ja schon mit ihren Flüssigkeiten und diesem Homunculus, hatten die ja schon so einige Ideen, wie das Ganze funktioniert. Natürlich waren die falsch, aber in einigen Sachen waren die ja schon auf der richtigen Spur. Deswegen versuche ich immer zu gucken, hatten die da ungefähr schon eine Ahnung und waren die da schon auf dem richtigen Weg, der sich dann hinterher bewahrheitet hat. Das versuche ich dann immer rauszulesen. Gut, das ist natürlich schwer, weil man kann jetzt die griechische Mythologie nicht so gut datieren, wie jetzt die interessanterweise wie die babylonische. Weil mittlerweile haben wir bei den Babyloniern eine Liste halt von Königen, von wann, also nicht nur eine, sondern mehrere Listen, und die wurden halt verglichen und zusammengefügt. Und dann weiß man, welcher König mehr oder weniger in welchem Jahrhundert regiert hat und für wie lange teilweise sogar. Also das ist relativ sehr gut dokumentiert, das ist ja das Interessante. Also die Babylonier, also so mehrere bis zum babylonischen Großreich sozusagen, die hatten eine sehr gute Dokumentation ihrer Historie. Das hatten die Griechen so nicht, weil ihre Schrift viel später entstanden ist. Das muss man halt sich merken, dass das der Fall ist. Und darum ist es einfach schwer, wann jetzt die griechische Mythologie wirklich quasi Einklang gefunden hat. Und es ist wohl eher so, dass halt die Griechen einfach geklaut haben und mit ihren bereits bestehenden Götternamen irgendwie das versucht haben, für die griechische Sprache aufzuarbeiten, eben Mythologie weiter zu tätigen. Und die Befruchtung, wie weit die Griechen waren, das ist auch sehr schwer zu erläutern. Du hast als Quellen hast du ja den Homer mit seinem Ilias und seiner Odyssee, die einfach immer wieder aus der Geschichte von Odysseus und von Achilles kommen immer wieder Götternamen hervor und die Götter helfen den Menschen. Und zwischendurch hast du immer Passagen in diesen Geschichten, so ein, zwei Seiten, die dann über die Schöpfung reden, über das Götterwesen schlechthin und welcher Gott wann geherrscht hat etc. Aber das ist viel schlechter quasi dokumentiert als jetzt im Umaelisch, wenn man das so will. Und die andere Quelle, große Quelle, wird Hesidion sein mit seiner Theogonie. Oh, den kenne ich überhaupt nicht.
die Theogonie, die muss man dann, wenn man halt griechische Mythologie aufarbeiten will, muss man die halt schon lesen. Die ist jetzt auch nicht lang, aber die beschäftigt sich dann nur mit den Göttern, mit der Schöpfung selber. Also das ist nicht so wie bei Homer. Der Homer hat dann wirklich einen riesen Epos auf die Beine gestellt. Ja, aber das ist unheimlich schwer. Es ist unheimlich schwer, aber ich finde Homer, wenn man sich das überlegt, dass man ihn datiert auf etwas, das 7. Jahrhundert vor Christus, ich meine, das muss ein literarisches Riesenhirn sein, wenn es eine Person war, das ist, steht dann auch noch völlig offen. Aber so wie es geschrieben ist, viele Experten sind der Meinung, so wie es halt geschrieben ist, ist es hauptsächlich nur eine Person gewesen, bis auf ein Kapitel in der Odyssee. Da weiß man, dass es nicht von der gleichen Person ist, aber der Rest scheint wirklich von der absolut gleichen Person sein. Das merken halt die Leute, die sich damit beschäftigen. So wie wenn du, ich habe Shakespeare noch nie gelesen, aber als Vergleich kann man das sicher heranziehen, dass wenn jemand versuchen würde, Shakespeare zu kopieren, würden das wirklich Experten dann merken, dass das nicht Shakespeare war. Weil du einfach gewisse literarische Gepflogenheiten nicht kopieren kannst. Das ist einfach so, wenn du größere Werke auf die Beine stellen willst. So einen Satz kannst du schon, wie jetzt dein quasi dein Literarheld auf die Beine stellen, aber nicht ganze Kapitel und ganze Geschichte, sodass sie genau gleich klingen. Also das merken dann einfach Leute, die sich das sehr auseinandersetzen. Und wie gesagt, in der griechischen Mythologie ist das, diese Befruchtung, dieses Zufallprinzip. Die Griechen haben meiner Meinung nach nicht so weit gedacht, dass da wirklich die Befruchtung wichtig war, wieso jetzt die Befruchtung überhaupt stattfinden musste oder wann der Zeitpunkt da war. Sie wussten einfach, wir müssen irgendwie eine Erklärung finden, wie wohl das war oder sein könnte. Was jetzt ist, also der Ist-Zustand, muss da irgendwie quasi einen Ursprung haben. Und dann, das hat man versucht halt mit der Odysseus, also mit der ganz am Anfang halt das Chaos und Gaia, die halt die ersten Titanen gebären. Und die Titanen sind also die erste Götterfamilie, die große Götterfamilie. Und die gebären dann die kleineren Götter, die immer menschlicher werden. Das ist ja das Interessante. Je weiter man zurück in der Mythologie geht, desto urtümlicher sind die Götter, desto mehr natürliche Aspekte nehmen sie an. So wie jetzt die Apsu und die Tiamat ganz am Anfang in Umaelisch einfach Wasser waren, das eine das Salzwasser und das andere das Süßwasser, bekommen sie selber und neue Attribute. So ist der Apsu, wird dann irgendwie zu einem allmächtigen König, eine Art allmächtiger König verwandelt, und die Apsu wird dann ein Drache. Das ist das Wichtige an der Geschichte für alle, die sich mit der Bibel beschäftigen, das Drachenbild. Und wir haben also diese zwei Wasser, und die waren ganz zu Beginn irgendwie einfach eine Einheit. Wieso sich die jetzt getrennt haben, wird im Numaelisch auch nicht ganz geklärt, aber die Trennung hat dann stattgefunden zwischen diesen zwei Wassern. Und kommt das uns mit diesen zwei Wassern nicht sehr bekannt vor? Hast du das schon mal gehört irgendwo? Ja, so dunkel irgendwo kommt da was aus der Erinnerung hoch, so ja. Also zuerst einmal, diese zwei Wasser werden ganz am Anfang... Ja, aber das ist doch bei allen Sachen so. Meine Güte, das ist ja... Mich überrascht das eigentlich nicht mehr. Egal, was ich da höre. Am Anfang habe ich auch gedacht, wow, guck mal da, die sagen doch genau das Gleiche. Aber dann irgendwann kommst du aufs Nächste. Und dann siehst du, dass das alles ein Mischmasch ist. Es ist ein Mischmasch, aber es ist trotzdem wichtig, dass wir das klären, dass das... Und das Enumerisch, das ist schwer zu datieren, wann genau das auf die Beine gestellt wurde. Aber man kann sagen, locker so zwischen 1000 und 1500 Jahren ist das Ganze als einheitliche Geschichte verfasst worden, dort herum, vor Christus, 1000 bis 1500 Jahre vor Christus. Die ganzen Ideen darin sind also die Schöpfung, das Urleben aus dem Salzwasser etc. Das ist also alles nichts Neues, weil... Also ich habe das als 1800.
Ja, da gibt es halt Auszüge, die so alt sind. Aber so als Gesamtgeschichte ist sie dann schon jünger. Es kann natürlich auch sein, dass sie schon 2500 Jahre als Gesamtgeschichte vorhanden war. Wir haben einfach noch nichts gefunden, wenn da was ist. Das ist der Ah, Punkt. okay. A number of ancient creations use another breaking rock gehabt. Ach so, hier habe ich das genommen als Ground, Earth, Sky, Heaven Scenario. What I find is a possible origin of the seven tablets of the 4000 years of Babylon in Nummer Elish von ungefähr 1800 BCE, where life rises out of water, or the Gilgamesh and Enkidu, another world with the sky und so weiter. Ja, genau. Ja, Gilgamesch ist dann schon nochmal, kannst du locker nochmal 1000 Jahre Draufton, drauf ja. tun. Also ist nochmal einiges älter. Ja, nee, Aber das ist so. bei mir im Buch eine Zusammenfassung, wo diese ganzen, diese alten Mythologien, worauf die eigentlich basieren. Und dass das kein Alleinstellungsmerkmal ist von Koran oder Bibel oder was immer, sondern dass sie schon weit vorher genau diese Idee, dieses Gedankengut hatten von der Trennung zwischen festem und Himmel, also Himmel und Erde, dann das Ausbreiten der Erde und genau was du jetzt sagst mit diesem Wasser und das alles, das hat es also alles schon mal gegeben. Die Deswegen ist also Geschichten werden das. wahnsinnig, deswegen finde ich ja das, was du gerade machst, wahnsinnig spannend, weil man da ja die Ursprünge dieser ganzen abrahamischen Religionen rauslesen kann. Und wichtig ist halt, wie gesagt, Auszüge davon sind wahrscheinlich noch viel, viel älter und wahrscheinlich noch Genau. lange bevor es die Schrift gegeben hat, wurde das mündlich weitergegeben. Also das kannst du sehr, sehr weit nach hinten datieren. Aber als Gesamtgeschichte ist das enomäisch. So 1500 Jahre vor Christus, kann man sagen. Okay, Ein aber guter was Schritt. wichtig ist, was die Leute verstehen müssen, ist, damals gab es kein Internet, kein Fernsehen, kein Radio, kein nichts. Das heißt also, das Entertainment damals bestand aus Reisenden, und zwar diese Geschichtenerzähler, die da rumliefen. Das waren richtig gut bezahlte Jobs. Das heißt, wenn du in der Lage warst, Geschichten zu erzählen, und da kommt ja jetzt diese ganze Moses-Geschichte, dass der eben dann als Held gefeiert wurde und mit der Geschichte, dass er dann halt die Gefangenen, die Sklaven befreit hat aus den Klauen des Pharao. Ja, und dann sagen die Leute, ja, das haben wir letzte Woche schon gehört von dem Geschichtenerzähler. Ja, aber der hat ja nicht weitererzählt, dass die dann rausgegangen sind, geflohen sind von den Ägyptern und dann über die Sinai-Halbinsel und dann versorgt worden von den Krähen und so weiter. Und dann kommt nächste Woche einer, ja, das haben wir letzte Woche schon gehört. Ja, aber der hat euch nicht erzählt, dass die ja durchs Wasser gegangen sind. Und so sind diese ganzen Geschichten aufgebauscht worden, bis wir dann die Version haben, die wir heute haben. Das ist einfach nur Geschichten, die, und zwar in einem Umkreis von 2000 Kilometern, erzählt wurden. Und diese Leute, die dann rumgezogen sind und die in der Lage waren, die besten Geschichten zu erzählen, die waren unheimlich gut bezahlt, konnten dann nach 5 Jahren aufhören, konnten sich zur Ruhe setzen. Warst du da, dass du sowas behauptest, hä? Warst du da? Ja, ich habe eine zeitreisende Kamera, die hat das alles aufgenommen. Naja, aber so muss man sich das vorstellen, dass das alles an Lagerfeuern entstanden ist und diese ganzen Geschichten sind dann irgendwann tausende von Jahren später aufgeschrieben worden und dann kommt eben dieses ganze Enuma Elish und Enkidu und weiß ich was alles. Und das ist dann wieder aufgeschrieben worden von Juden, das ist dann rübergetragen worden in Ägypter. Deswegen ähneln sich ja diese ganzen Geschichten so unheimlich. Dann kommt von den Indern was. Im Koran, das sind ja das Konzept der Berge. Das kommt von den Indern. Das heißt also, jeder hat was anderes beigetragen. Genau, und wo war ich jetzt? Also, wie gesagt, wir haben diese zwei Wasser und die wurden dann quasi getrennt. Und das ist in der Mythologie von Enuma Elish, ist das süße Wasser, das kommt ja von oben. Und darum ist dann der absolute, das Süßwasser, ist das männliche, ist das befruchtende, ist der Himmel. Ganz einfach. Es ist sehr, sehr simpel. Und das wurde ja ziemlich detailliert, einfach mit einem hebräischen Touch quasi versehen in der Bibel, im Alten Testament. Und die Muslime, also die ersten Muslime, die Schreiber des Korans, die haben das dann wieder ein bisschen aufgeweicht und denen hat wohl, also haben wohl gewisse Aspekte nicht so gefallen bezüglich des Alten Testaments. Die haben einfach vieles weggelassen. Ich meine, der Koran ist ja auch enorm, wirklich eine abgespeckte Version von der Gesamtbibel.
Die haben das also ein wirkliches sehr aufgeweicht und man findet halt nur hier und da mal Verse und kurze Abschnitte, die darauf hindeuten, woher es halt geklaut ist. Trotzdem, dass die Wasser gegeben hat, also diese zwei Wasser, das hat es gut in den Koran geschafft und der Himmel halt, der bleibt immer noch der befruchtende Teil. Auch im Koran findet man gewisse kleine Punkte, Indizien dafür, dass halt diese Idee von der Befruchtung immer noch da ist, weil Allah bringt ja das Leben vom Himmel her und befruchtet damit auch die Erde. Also dieser mythologische Aspekt der Befruchtung ist immer noch vorhanden. Es ist einfach nur Allah, der das befiehlt. Also der Gott von allem ist der, der dem Himmel quasi befiehlt, diese Befruchtung zu bewerkstelligen. Er schickt ja alles runter. Genau, er schickt alles runter. Also dieses Süßwasser-Gedankengut ist selbst im Koran noch ziemlich fest verankert und die Befruchtung ist also quasi mythologisch immer noch vorhanden. Man muss es sehen, ist blöd gesagt. Man erkennt es sehr leicht, wenn man jetzt wirklich das Enuma Elish liest und die ganze Genesis aus der Bibel, dann hat man erstens mal diese Parallelen und dann versteht man den Koran in der Schöpfungsgeschichte endlich mal richtig, wie das eigentlich aufgebaut wurde von den alten Arabern. Die hatten einfach eine andere, aber die hatten auch schon ihre eigenen Ideologien, ihre eigenen Mythologien, ihre eigenen Götternamen und. Sie mussten aber für den Islam quasi das Pantheon, ihr polytheistisches Weltbild ein bisschen abändern, dass halt das noch mit der Zeit geht, weil die Juden haben immer mehr auch da auf den Monotheismus gedrängt. Die waren auch nie monotheistisch. Das sieht man auch aus der Bibel. Es gibt mehr Götter. Es werden andere Götter akzeptiert. Einfach der jüdische Gott ist der stärkste. Also dieser Jahwe, der kann alle zerstören, wenn er will, weil er einfach stärker ist. Die anderen Götter werden aber nicht quasi per se also nicht vorhandene angesehen, sondern sind einfach schwächer und darum wird das Judentum quasi siegen, also die Hebräer werden siegen und. Wobei halt diese ganze Mentalität bezüglich Krieg und dass unser Gott zu uns zum Krieg verhelfen wird, zum Sieg im Krieg verhelfen wird, ist auch nichts Neues. Jede babylonische Kultur, jede akkadische, hethitische Kultur hat auch seinen Gott mit in den Kampf gebracht. Und immer wenn man gewonnen hat, dann hat der Gott Wohlgefallen über die Menschen gebracht und quasi darum hat man gewonnen. Und wenn man verloren hat, hat man dem Gott nicht genug geopfert, man hat nicht genug zu ihm gebetet und. Also jeder hat da seinen Gott, aber man hat die anderen Götter nie wirklich außer Acht gelassen und quasi gesagt, die existieren nicht. Das kam dann in der Bibel erst auf in Levitikus, wo dann die Regeln wirklich strenger waren, wo nur unser Gott existiert und die anderen Götter sind alle falsch. Also das ist alles nichts Neues dann in Bezug jetzt auf den Koran. Findet man auch noch diese Spuren, dass in einigen Versen Gott die anderen Götter gar nicht verleugnet, sondern er sagt ja zu den Menschen, ruft doch zu ihnen, wenn sie euch helfen wollen. Also man kann nicht so etwas rufen, das nicht existiert, aber sie werden euch nicht helfen, weil ich Allah der Stärkere bin und. Ja, ich denke, jetzt hören wir mal für heute auf. Das war einfach das erste Bild mal von diesen zwei Wassern, damit die Leute begreifen, dass diese Ideologie, diese zwei Wasser überhaupt nichts Neues ist. Und ich glaube, ich habe das nicht genug ausführlich rübergebracht, weil in der Geschichte von Enuma Elish geht das dann noch ein bisschen weiter und machen einfach bei Enuma Elish noch ein bisschen weiter in der nächsten Mythologiesendung. Aber ich denke, die Idee ist jetzt in den Köpfen der Menschen ein bisschen aufgezeigt, dass die begreifen, woher das kommt. Das kommt alles vom selben, von einem und demselben Gott. Nur hat das den Leuten schon 2000 Jahre vorher gesagt. Ja, nur hat er die Geschichte falsch erzählt. Oder die Leute haben nicht richtig zugehört und genau. Halt ein bisschen die Geschichte verdreht. Aber jetzt, Mohammed hat richtig zugehört und er hat das endlich richtig geschafft. Richtig. Wobei Joseph Smith ist da der anderen Meinung. Er hat die endgültige richtige Fassung über Ja, und über dann haben wir die endgültige.
Wer? Und dann. Der Habert. Ja. Ja. Nee, der Habert, der hat dann die richtige Religion. Endlich mal die absolut richtige gebracht. Er hat nicht nur die. Was in 10 Jahren passiert, ob es dann nochmal den absoluten, richtigen, tollen, richtigen. Völlig richtig. Haben wir ja schon, das haben wir schon. Du hast doch dein Spaghetti-Monster. Das ist die absolut wahre, richtige Religion. Die. Ach, Kinder, nee. Was könnte das Leben doch schön einfach sein? Ich habe jetzt seit letzter Woche, glaube ich, Samstag letzter Woche, also gestern vor einer Woche, angefangen, eine Serie zu gucken. Die heißt Supernatural und die ist für mich halt persönlich so spannend, weil man merkt halt, wie alles, alle Mythologien, alle Geschichten, alle Legenden irgendwie eingepackt werden und weitererzählt werden. Und ich kann mir persönlich einfach vorstellen, dass in, keine Ahnung, 100 Jahren irgendein Typ auf alte DVDs stoßt von dieser Serie oder Blu-rays von dieser Serie stößt und das quasi als neues Evangelium ansieht, mit seinen eigenen Technologien dann diese Discs abspielt und. Ich kann mir das einfach wirklich vorstellen. Das Gleiche kann ich mir auch vorstellen das hat mein Kollege von mir gesagt, dass Menschen vielleicht in, keine Ahnung, 1000 Jahren vielleicht alte Superman-Hefte finden, alte Superman-Comic-Hefte finden und das dann lesen. Und ich meine, die kennen dann nicht die Geschehnisse in den 60ern und 70ern, wo Superman zum ersten Mal richtig groß aufkam, etc. Die denken dann, weil solche Jahreszahlen verwendet werden in Geschichten, könnten die auf die Idee kommen, das ist wirklich damals passiert. Es hatte so diesen Supermenschen gegeben, diesen Gott und die werden dann vielleicht in 1000 Jahren zu Superman beten. Da gibt es vielleicht dann Statuen von einem umhangtragenden Typen mit einem S auf der Brust und dann betet man zu dem. Ich meine, ich halte das überhaupt nicht für absurd, weil nee, so funktionieren die Menschen. Ja, aber du siehst doch genauso ungefähr, kannst du das ja erklären. Da gab es halt irgendwelche Sachen, die sich irgendwelche Leute ausgedacht hatten und die sind dann ernst genommen worden. Ja. So, was bleibt uns noch übrig? Natürlich der Hadith der Woche. Und du hast für den Ali nichts gebracht, du musst das heute selber dann sprechen. Ja, ich habe... Nee, also ich bin ja so sauer gewesen. Ich habe ja so viel, ich hatte ja diese ganze Recherche gemacht für diese Fidscher. Und das war alles weg. Das war alles weg. Mein Gott, habe ich mich geärgert. Also, ich sage die 137. 137, das ist jetzt blöd für dich, weil am Anfang, wenn ich draufklicke, geht das nur bis 100. Ich muss ja das immer manuell dann noch. Nein, das wäre doch zu einfach. Nur zwischen 1 und 100, das schaffe ich ja sofort. Nee, ich muss schon die volle Brummel haben. Also du hast gesagt 137. Mal gucken, ob dir aller wohlgesonnen ist. Na, immerhin im 100er Bereich. Ja, fast genau richtig. Fast genau richtig. 103, was haben wir auf der Seite Schönes? Oh, das ist ein sehr kurzer Hadith, sehr, sehr kurz. Wenn ich schon den Titel des Hadiths lese, meine Fresse. Darf man mit Sandalen beten? Abu Muslama Said ibn Yasid al-Azdi berichtet. Ich fragte Anas ibn Malik, hat der Prophet während des Gebets jemals Sandalen getragen? Ja, erwiderte er. Ja. Siehst du, dann, so muss man das machen. Siehst du, kurz und knapp und darf ich das? Jawohl. Darf ich das? Nein. So ist das Leben doch einfach zu leben. Schön. Das aber... Wieso ist die Frage überhaupt wichtig? Ich meine, ja, wieso ist es wichtig, mit welchem Fuß du zuerst aufs Klo gehst? Ja, das hat den Hintergrund, weil halt Rechtschaffen und Rechts und alles drum und dran. Das hat ja einen ganzen... juristischen Hintergrund. Aber warum jetzt diese Sandalen wichtig oder nicht wichtig sind, ich meine. Wieso ist es wichtig, ob die Hände über, auf oder unter dem Bauchnabel zu liegen haben während des Gebets? Da gibt es wissenschaftliche Abhandlungen,
wer was woher woraus interpretiert hat und was wer was wo gesehen wurde und was sich daraus alles ableitet. Ja. Und was ist es mit Leuten, die Prothesen haben? Dürfen die mit Prothesen, also Beinprothesen, beten oder müssen die die ablegen, weil das nicht zu ihrem Körper gehört? Nein. Stell dir mal vor, du hast ein künstliches Herz. Wie kannst du denn noch reinen Herzens etwas behaupten? So, das geht einfach. Ich war dann letzte Woche beim Arzt sozusagen und der hat dann das Herz rausgenommen, durchgebürstet. Einmal durchgespült und wieder eingesetzt. So, jetzt habe ich wieder rein. Einmal mit Pril ein bisschen durchgebürstet, mit einem Spülbecken wieder reingetan und er ist reinen Herzens. Also das geht wenigstens. Wenigstens würde das rein technisch funktionieren. Ich sage jedenfalls, guckt euch mein Video an, was ich erwähnt habe. Die einen werden schockiert sein, die anderen werden darüber lachen und sinnloses Fest mit sinnloser Aktion befeuern. So heißt es. Und Daumen hoch im Video. Wobei, das mit dem Daumen hoch, das war ja auch so eine Geschichte. Anscheinend, wenn Leute Daumen hoch geben, werden ich und Stop Spamming Alkoholiker. Ich weiß nicht, wie das magisch funktionieren soll, wo der Zusammenhang sein soll. Ich weiß nicht, was passiert ist. Irgendjemand hat mir einen Daumen hoch gegeben. Ah, das erklärt, warum so viele Leute saufen. Wenn andere Leute ihnen auf Facebook Like klicken, müssen die einfach saufen. Naja. Aber trotzdem, gebt trotzdem Daumen hoch. Ich werde irgendwie nicht besoffen. Magisch, das funktioniert anscheinend nicht. Und teilt das Video und macht mit, wie immer, versucht mitzumachen. Egal, wie klein eures Gesagtes in euren Köpfen zu sein scheinen mag, es ist wichtig, dass ihr euch mitteilt, dass ihr sagt, was ihr denkt. Davon lebt die Menschheit. Ich meine, das macht uns, glaube ich, ziemlich als Menschen aus, dass wir miteinander sehr interessant diskutieren und kommunizieren können. Bis zum nächsten Mal, wo es dann heißt, Mohammed und Mekka-Eroberung, wie das so ein bisschen stattgefunden hat. Danke, bye. Gefunden haben soll. Ciao.